der Herr Zoller, der hat, was sein Alibi anbelangt, in jeder Hinsicht gelogen. Ja, aber das sage ich doch. Natürlich hat er gelogen. Ich meine, nicht so vorschnell. Der Herr Zoller war mit einer Dame im Café. Das würde sein Alibi nur noch bestärken, wenn nicht nur der Kellner, sondern auch sie ihn gesehen hat. Ich meine, in der Tat. Das ist ja das Verwirrende. Okay, trotzdem. Wir wissen aber, dass der Typ irgendwas zu verbergen hat. Ich meine, warum war er vorhin sonst vor dem Haus meiner Mutter? Ich gebe Ihnen ja recht. Irgendwie passt das alles nicht zusammen. Vielleicht ist diese Frau seine Komplizin, ich weiß es nicht. Ich verstehe Ihre Verzweiflung. Aber glauben Sie wirklich, dass zwei ältere Herrschaften einen Junkie anheuern? Ich weiß einfach nur, dass er irgendwas zu verbergen hat. Denn als wir vorhin aus dem Haus gekommen sind, dann stand er da und dann hat er uns angeschaut und ist weggerannt wie so ein Verrückter einfach. Das macht keiner, der nichts getan hat, oder? Was meinen Sie denn eigentlich mit wir? Ja, Katrin Billstedt und ich, die Nachbarin meiner Mutter. Sie ist aus dem Urlaub zurück. Ich habe sie vorhin im Hausflur getroffen, zufällig. Ich werde sie jetzt gleich mal sofort kontaktieren, okay? Okay. Ich suche nur nach etwas Privatem von Hannelore. Sie wissen ja, wenn Menschen aus dem Koma aufwachen, dann ist es gut, wenn sie etwas Persönliches um sich herum haben. Aha, also soweit ich weiß, hat Hannelore schon längst die Verlobung mit Ihnen aufgelöst. Was geht Sie das eigentlich an? Das ist überhaupt nicht Ihre Sache. Ich kann in dieser Wohnung bleiben, solange ich Lust habe. Ist Ihnen das klar? Und überhaupt, wie kommen Sie eigentlich hier rein? Na, ich habe den Schlüssel von Herrn Gruber bekommen. Der hat mich gebeten, in seiner Wohnung bzw. in der Wohnung von Hannelore mal nach dem Rechten zu sehen. Okay, das haben Sie jetzt getan. Wie Sie sehen, ist alles hier in wunderbarer Ordnung. Nee, ich glaube nicht, weil ich glaube nicht, dass Herr Gruber das gut findet, dass Sie sich hier in der Wohnung aufhalten. Wie sind Sie überhaupt hier reingekommen? Ich habe von Hannelore einen Schlüssel und habe hier Zugang, wann immer ich will. Gehen Sie jetzt bitte, weil sonst... Sonst was? Bitte gehen Sie. Und den Schlüssel lassen Sie bitte hier. Es tut mir so leid, ich wollte Ihnen keine Angst einjagen, aber... Trotzdem gehen Sie bitte. Hat Herr Gruber Ihnen etwa irgendwie eingetrichtert, dass ich etwas mit dieser Tat zu tun hatte? Dazu möchte ich nichts sagen. Ja, hallo? Polizei? Katrin Billstedt, mein Name. Wolfgang Zoller ist aufgrund von Katrins Anruf zu einer weiteren Vernehmung auf die Wache gestellt worden. Auch Bernhard Gruber hat von Katrin erfahren, dass Wolfgang in der Wohnung seiner Mutter war. Darum will er ihn wegen Hausfriedensbruch anzeigen und hat Anwalt Vorländer dazu bestellt. Hey Zoller, du Schwein! Was gibst du nicht zu, was du meiner Mutter angetan hast? Lass mich bitte los, ja? Was hast du mir in der Wohnung verloren? Lass mich loslassen. Lass mich in Ruhe. Ich weiß ganz genau, dass du dahinter steckst. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, dann schnappen sie dich. Ich habe Ihrer Mutter doch gar nichts angetan. Glauben Sie das bitte. Ich liebe Sie doch. Liebe? Ja. Kaltblütig ist jetzt auch noch von Liebe zu sprechen. Hören Sie auf. Sagen Sie mal, lassen Sie das. Sorry, dass ich zu spät gekommen bin, aber es ist doch kein Grund, hier so auszurasten. Aber wieso läuft dieser Mörder hier noch frei rum? Er hat Lisa auf dem Gewissen. Und meine Mutter, bei der weiß man auch nicht, was jetzt los ist. Ich verstehe ja, was Sie Schlimmes durchmachen. Aber Selbstjustiz ist wirklich keine Lösung. Genau, und Sie können froh sein, dass ich Sie nicht noch anzeige. Was? Sie wollten mich schlagen und Sie bedrohen mich hier dauernd. Ja, hören Sie auf. Sie halten sich zurück und gehen nach Hause. Ist das klar? Und ich kümmere mich um den Herrn Zoller. Ja, wieso darf so einer wie er noch vorher rumlaufen? Sie kümmern sich um ihn. Wo ist da die Gerechtigkeit? Herr Zoller, am besten Sie gehen jetzt schon mal vor zur Polizeiwache. Ich komme danach, damit die Situation jetzt hier nicht noch weiter eskaliert. Okay, sehen wir uns. So. Ja, besser ist es. Und jetzt zu Ihnen. So wie Sie sich hier aufführen, machen Sie alles nur noch schlimmer. Ja, aber ich wollte ihn anzeigen wegen Hausfriedensbruch. Ach, pappalapapp, Hausfriedensbruch. Wir wissen doch noch nicht einmal, ob der Herr Zoller möglicherweise diesen Wohnungsschlüssel rechtmäßig hatte. Das heißt, so eine Anzeige bringt überhaupt nichts. Und außerdem, der Herr Zoller, der wurde ja auch schon vernommen. Sie gehen jetzt nach Hause und ich melde mich später bei Ihnen. Und Sie hören jetzt mal auf Ihren Anwalt. Ist das klar? Ja, ist ja gut.
Also, die Gemüter, die kochen immer mehr hoch. Und leider gibt's bis dato immer noch keine neuen, weiterführenden Erkenntnisse. Ich frage mich natürlich schon auch, was der Herr Zuller in der Wohnung meiner Mandantin eigentlich gesucht hat. Irgendwas hat der Mann zu verbergen. Die Frage ist nur, was? Herr Zuller. Hören Sie mal, das ist eine Unverschämtheit. Jetzt wird mir auch noch öffentlich ein Mord angehangen. Glauben Sie wirklich, die Polizei hätte mich gehen lassen, wenn an meiner Unschuld auch nur so viel Zweifel bestehen würde? Sie müssen den Herrn Gruber aber auch verstehen. Der befindet sich in einer emotionalen Ausnahmesituation. Und er hängt sehr an seiner Mutter. Er kann den Gedanken einfach nicht ertragen, dass wir bislang noch keinen Tatverdächtigen haben. Verstehe ich, ja. Aber wissen Sie, mich belastet diese Situation mindestens genauso. Ich mache mir unentwegt Sorgen um Hannelore. Ja, aber warum machen Sie dann so ein Geheimnis aus Ihrem Alibi? Da drängt sich doch geradezu der Gedanke auf, dass Sie irgendwas zu verbergen haben. Und übrigens, ich weiß von Ihrer Begegnung mit dieser Dame im Café. Und ich frage Sie jetzt einfach mal ganz direkt, war das Ihre Komplizin? Komplizin? Bei was denn? Die Frage müssen Sie mir beantworten. Ich denke, wenn die Polizei Ihr Leben intensiver durchleuchtet, dann wird sie Ihrem Geheimnis auf die Schliche kommen. Welchem Geheimnis denn? Warum lügt ein gänzlich Unschuldiger, wenn er doch angeblich nichts zu verbergen hat? Ich weiß übrigens auch von Ihrem Deal, den Sie mit dem Kellner gemacht haben. Der hat sich bei mir entschuldigt und hat mich gebeten, Ihnen das Geld zurückzugeben. Bitte schön, Sie wissen ja, was drin ist. Und vor allem, wie viel. Ich wollte nur nicht, dass Hannelore erfährt, dass ich mich mit einer anderen Frau treffe. Da war doch die Verlobung schon längst gelöst. Da hätte sie doch nie irgendwas dagegen haben können. Außer, dass diese Dame im Café doch der Grund für die Trennung war. Nein, so auch nicht. Ja, wie dann? Ich hätte Hannelore nie betrogen. Ich liebe sie und ich habe sie immer geliebt. Schauen Sie mal, das mag ja sein. Aber so wie ich die Dinge sehe, ist diese Dame aus dem Café eben doch der Grund für die Trennung. Schauen Sie, wir können das auch auf die unangenehmere Art und Weise machen. Ich verspreche Ihnen, früher oder später werde ich diese Dame aus dem Café ausfindig machen. Und dann werde ich die Wahrheit eben nicht von Ihnen, sondern von ihr erfahren. Die Sache hat einen Nachteil. Wir verlieren wertvolle Zeit, in der der wahre Täter, sofern Sie es nicht doch war, längst über alle Berge ist. Wollen Sie das? Sie verstehen das einfach nicht. Dann sagen Sie mir endlich die Wahrheit. Liebe Frau Gruber, Sie kennen mich nicht, aber dennoch hoffe ich, dass Sie sich die Zeit nehmen, diese Zeilen zu lesen. Es geht um Ihr Leben. Ich weiß, dass Sie mit einem gewissen Wolfgang Zuller verlobt sind, so wie ich noch im letzten Jahr. Da hieß Herr Zuller allerdings noch Dieter Albrecht. Sie ahnen, worauf ich hinaus will? Ihr Wolfgang ist vermutlich das, was man gemeinhin einen Heiratsschwindler nennt. Ich habe erfahren, dass er vor mir schon dreimal verheiratet war. Ich habe recherchiert und herausgefunden, dass die Frauen von Dieter oder Wolfgang jedes Mal kurz nach der Hochzeit die Scheidung eingereicht haben. Für ihn sprang jedes Mal eine große Summe heraus, da er zuvor einen entsprechenden Ehevertrag vereinbart hat. Man konnte ihm nie etwas nachweisen, aber das alles kann doch kein Zufall sein. Ja, das ist doch genau der Beweis. Deswegen hat Mama die Hochzeit platzen lassen. Und dieser Gauner wollte sich einfach nur nicht seine Beute entgehen lassen. Der Beweis nur, dass er versucht hat, seine Vergangenheit als Heiratsschwindler zu verbergen. Er hat mir glaubhaft versichert, dass er sich mit dieser Frau im Café nur deshalb getroffen hat, um sie davon zu überzeugen, dass es ihm mit ihrer Mutter wirklich ernst ist. Das glauben Sie? Er wollte Sie? Die Dame dazu bringen, dass sie ein gutes Wort für ihn einlegt. Das glauben Sie diesem Windhund? Also ehrlich gesagt, neige ich schon dazu. Mom? Mom, rufen Sie bitte jemanden. Hallo, ich hole einen Arzt. Ein Arzt. Was ist denn? Mom? 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 Holen Sie sich sehr jetzt professionelle Hilfe da. Weil er das Krankenzimmer verlassen musste, hat Christian Vorländer Katrin Bildstedt gebeten, zum Krankenhaus zu kommen, um schnell mehr über die Hintergründe des Raubüberfalls herauszufinden. Erst Lisa und jetzt auch noch Hannelore. Jetzt machen Sie sich mal keine Sorgen.
Der Arzt war ja sofort da. Es wird bestimmt alles gut gehen. Gut. Meine beste Freundin ist tot. Dabei war sie das erste Mal seit Monaten so guter Dinge. Und über ihre Schwangerschaft, da hat sie sich so gefreut. Sie wussten von der Schwangerschaft? Ja. Hören Sie. Hey, ich bin's. Es gibt Wahnsinnsneuigkeiten. Ich bin schwanger. Jetzt wird alles gut. Jetzt verlässt er sie endlich. Sagen Sie mal, kennen Sie den Vater des Kindes? Ihr Freund vermutlich, oder? Nee. Lisa hat immer ein Riesengeheimnis drum gemacht. Und wie Sie ja gehört haben, ist er ja auch noch verheiratet. Aber erwähnt hat sie mal, dass es so ein Promi-Arzt gewesen ist. Aber Sie haben ihn nie gesehen, oder? Ich wag's ja kaum zu fragen, ob Sie vielleicht seinen Namen kennen. Nee, gesehen habe ich ihn nicht. Aber den Vornamen, den weiß ich. Pete heißt er. Und sein Auto, das habe ich auch mal gesehen. Das ist so ein schicker Sportwagen, wissen Sie? So einen in der Art, wie der James Bond immer früher gefahren ist. Okay, verstehe. Dann muss es ein Aston Martin sein. Von dem gibt's nicht so viele. Vielleicht lässt sich da was im Zusammenhang mit dem Namen Pete rausfinden. Der Rechtsanwalt hat Kontakte in die Oldtimer-Szene. Dort hofft er, Informationen über den Freund der Ermordeten zu bekommen. Er hat sofort einen guten Freund um Hilfe gebeten. Na, das ging ja flott. Also, lass hören. Du sagst also, dass zwei Aston Martins ersteigert wurden. Und einer der Käufer heißt Pete von Angern? Du bist echt ein Lieber. Hast was gut bei mir, okay? Ich melde mich. Danke. Das ist vielleicht mal endlich eine heiße Spur in diesem Fall. Bislang haben wir uns viel zu sehr auf den Ex-Verlobten meiner Mandantin als Täter konzentriert und dabei völlig außer Acht gelassen, dass es in diesem Fall noch ein Opfer gibt. Okay, viel spricht dafür, dass Lisa Mendes aus Zufall sterben musste. Aber wenn mein Informant den richtigen Pete ausfindig gemacht hat, dann kann ich von dem vielleicht wertvolle Informationen erlangen. Das werde ich sofort überprüfen. Guten Tag, Herr von Angern. Mein Name ist Rechtsanwalt Vorländer. Ich vertrete die Frau Gruber anwaltlich. Und hätte ein paar Fragen an Sie. Wen? Frau Gruber kenne ich nicht. Sie kennen Frau Gruber nicht? Aber vielleicht Ihre Nachbarin, Frau Mendes. Wer soll das sein? Ihre Geliebte? Meine was? Ja? Sind Sie sicher, dass Sie hier richtig sind? Sie haben schon richtig gehört. Ihre Geliebte. Sie wurden mehrfach in Ihrem Aston Martin vor dem Haus von der Frau Lisa Mendes gesehen. Wie soll das gehen? Ich war noch nie in der Rupertstraße. Ach, Sie wissen also, dass die Frau Mendes in der Rupertstraße gewohnt hat. Wissen Sie was? Hören Sie auf mit diesen Spielchen. Sie kannten die Frau Mendes. Naja, wie man es nimmt, sie war eher eine flüchtige Bekannte. Flüchtig nennen Sie das? Naja, also ich würde das nicht gerade als flüchtige Bekanntschaft bezeichnen. Immerhin war die Frau Mendes schwanger von Ihnen. Von mir? Halten Sie sich mal zurück mit diesen Mutmaßungen. Das grenzt ja schon an Rufmord. Ich bin ein glücklich verheirateter Mann. Wie schön für Sie. Was ist denn hier los, Schatz? Guten Tag, Vorländer mein Name. Dieser Anwalt unterstellt mir gerade ein Verhältnis mit einer mittlerweile Verstorbenen. Getöteten. Eine Affäre mit einer getöteten Frau gehabt zu haben. Meint Pete ein Verhältnis? Das wüsste ich wohl. Sehr witzig. Für sowas hat er gar keine Zeit. Seine Praxis läuft super. Und in seiner Freizeit betreut er ehrenamtlich ein Methadon-Programm. Na, da ist ja alles in Butter. Ich denke mal, Sie sollten jetzt besser gehen. Ja, von meiner Seite gibt es dann auch keine Fragen mehr. Schönen Tag noch. Der feine Herr Promi-Arzt behandelt also ehrenamtlich Drogenabhängige. Na, das passt ja wunderbar ins Bild. Denn am Tatort wurden Blutspuren mit Drogenrückständen gefunden. Und das wird die Polizei ganz bestimmt interessieren. Für Pete von Angern ist die Sache nicht so einfach erledigt, wie er vor dem Anwalt vorgegeben hat. Im Auto seiner Frau lauert er Katrin Bildstedt auf. So, junges Fräulein, Sie hören ganz schnell auf, diese Unwahrheiten zu verbreiten. Wer sind Sie denn überhaupt? Soll das ein Witz sein, oder was? Sind Sie Pete? Sie hören auf, diese Unwahrheiten zu verbreiten. Was denn für Unwahrheiten? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Sie wissen ganz genau, was ich meine.
Ich warne Sie jetzt zum letzten Mal. Sie halten ab jetzt besser die Klappe. Ich lasse mir nicht von irgendeiner dahergelaufenen Tussi meine Ehe zerstören. Jetzt, was wollen Sie denn überhaupt? Lassen Sie mich doch mal in Ruhe. Mädchen! Was soll das? Ich sag's jetzt zum letzten Mal. Mit mir tust du dich besser nicht anlegen, okay? Also, ich lasse mir nicht von dir mein Leben zerstören. Ihr Leben? Und was ist bitte schön mit meinem Leben? Meine beste Freundin ist tot. Ihre Geliebte. Berührt sie das denn überhaupt nicht? Diese Frau war nicht meine Geliebte, ist es klar? Ja. Also, kein Wort mehr. Zu niemanden. Herr Vorländer, Katrin Bisch steht hier. Christian Vorländer hat die Polizei darüber informiert, dass Piet von Angern durchaus in den Mordfall verwickelt sein könnte. Sofort wurde eine Hausdurchsuchung angeordnet. Ah, du kommst gleich. Ja, okay, bis gleich. Beeil dich bitte. Was tun Sie da? Können Sie nicht kurz warten, bis mein Mann wieder da ist? Nein, das können wir nicht. Wir werden jetzt hier diese Blutprobendatei Ihres Mannes aus seinem Drogenprogramm beschlagnahmen und mit den Blutproben vergleichen, die wir am Tatort gefunden haben. Sehr gute Arbeit. Halt, haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbeschluss? Voilà. Das kann doch alles gar nicht wahr sein. Wir wollen Ihnen wirklich nicht mehr Umstände machen als unbedingt nötig. Aber da Sie das Mordopfer nun mal kannten, haben wir da noch die eine oder andere Frage an Sie. Was hat das alles zu bedeuten? Liebling, das war dieser Anwalt, Vorländer. Es ist eine schamlose Rufmordkampagne. Ich kann mir das alles überhaupt nicht erklären. Und deswegen werde ich keine weiteren Angaben mehr machen. Natürlich haben Sie das Recht, die Aussage zu verweigern. Aber wir werden noch mal auf Sie zurückkommen. Auf Wiedersehen. Das wird ein Nachspiel haben, darauf können Sie sich verlassen. Ganz ruhig, Schatz, ja? Ich rufe gleich unseren Anwalt an und dann klärt sich alles auf, ja? Gut. Guten Tag. Sie schon wieder? Das mit der Polizei haben wir vermutlich Ihnen zu verdanken. Ja, das ist richtig. Ich habe die Polizei eingeschaltet. Aber wenn Sie nichts zu verbergen haben... Liebling, lass mich mal machen. Geh wieder rein. Du hast schon genug Stress für heute gehabt. Ich regel das schon. Schönen Tag noch. Ich weiß, was hier gespielt wird. Sie wollen mir einen Mord anhängen, aber nicht mit mir. Ich habe bereits den besten Anwalt der Stadt engagiert. Dann hat dieser Spuk ein Ende. Verlassen Sie sich drauf. Na, das wird sich ja dann zeigen, Herr von Angern. Oder soll ich besser sagen, Herr Kasulke? So hießen Sie nämlich früher... Ich habe ein bisschen recherchiert und Ihr familiärer Hintergrund, der ist mehr als suspekt. Und ist das heutzutage schon ein Verbrechen? Ich habe diese Zeit lange hinter mir gelassen. Verbrechen nicht, aber wenn jemand so wie Sie so viel Energie darauf verwendet, den gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen, so jemand ist, denke ich, auch bereit, einiges dafür zu tun, nicht wieder abzusteigen. Und da stand ja wohl eine schwangere Geliebte Ihnen ein bisschen im Weg, angesichts Ihrer Stellung als Bekannter und renommierter plastischer Chirurg. Das sind doch alles nur Spekulationen. Ach, und der Besuch bei Frau Bildstedt, der Freundin von dieser Mendes, der war wohl auch rein freundschaftlicher Natur. Ich sage mal Folgendes. Sie unterlassen künftig solche Handlungen, um nicht noch größere Schwierigkeiten zu bekommen. Ja, wer soll das denn schon wieder sein? Und lassen Sie mich doch mit dieser Lisa in Ruhe. Ich habe Ihnen mehrmals deutlich erklärt, dass ich diese Dame kaum kannte. Das wird ja der Vaterschaftstest am Fötus zeigen. Ich werde dafür sorgen, dass die Staatsanwaltschaft diesen Test gerichtlich beantragen wird. Herr Gruber? Ach, es gibt Neuigkeiten von Ihrer Mutter? Ach, das ist ja erfreulich. Passen Sie auf, ich bin gerade noch im Gespräch. Ich rufe Sie gleich zurück, ja? Bis dann. Ich nehme mal an, das war's. Ich will nicht mehr von Ihnen belästigt werden. Wiedersehen. Welche Ergebnisse die Durchsuchung der Praxis ergeben hat, das will der Anwalt nun bei der Polizei erfahren. Herr Zoller, hallo. Ich habe gerade noch meine letzte Aussage unterschrieben. Okay. Ah, Herr Zoller, ja? Sie sind doch oft im Haus der Grubers verkehrt. Ja. Sagen Sie mal, kennen Sie zufällig diesen Mann hier auf dem Foto? Haben Sie den mal im Haus gesehen? Das wäre wirklich wichtig. Weil wenn dem so ist, dann könnte ich nachweisen, dass er Kontakt mit der Frau Mendes hatte. Im Haus war der noch nicht gewesen. Aber als ich gestern bei Monika im Krankenhaus war, da stand der
als Arzt an ihrem Bett und als ich den dann ansprach, hat er ganz wirr reagiert. Sie sind nicht in der Situation, Fragen zu stellen. Und dann fluchtartig den Raum verlassen. Oh Gott, wissen Sie, was das bedeutet? Nein. Pete von Annen wollte ihre Ex-Verlobte umbringen, damit sie keine Aussage machen kann. Und Sie haben das offensichtlich im letzten Moment verhindert. Hören Sie zu. Sie müssen das sofort der Polizei mitteilen. Ich gebe Ihnen dazu die Akte. Ja. Zeigen Sie der Polizei auch das Foto, damit die wissen, wie der Mann ausschaut, ja? Ja. Ihre Ex-Verlobte, die ist in großer Gefahr. Aber was denn los? Die sollen sofort in die Klinik kommen. Es geht um Leben und Tod. Okay. Das Leben von Hannelore Gruber steht auf dem Spiel. Wenn Christian Vorländer zu spät ins Krankenhaus kommt, könnte das endgültig den Tod der 62-Jährigen bedeuten. Darf ich erstmal vielen Dank. Was geben Sie mir denn da? Sie werden sich gleich besser fühlen. Kommen im rechten Augenblick. Das ist der Mann, den wir suchen. Was ist denn hier los? Ich bring dich um! Ich bring dich um! Reißen Sie es zusammen. Er ist doch bereits in den Händen der Polizei, okay? Geht's dir gut, Mom? Sie müssen jetzt keine Angst mehr haben. Es kann Ihnen nichts mehr passieren. Sie sind in Sicherheit, ja? Die Polizei hat mich verständigt. Sie haben meine Mutter das Leben gerettet. Danke. Gern geschehen. Aber da gibt's noch jemand ganz anderen, bei dem Sie sich bedanken sollten. Der sitzt hier. Der Herr Zuller. Der ist nämlich unschuldig. Pete von Angern wollte seine schwangere Geliebte, Lisa Mendes, beseitigen. Und er hat sie kaltblütig umgebracht. Und um die Polizei auf eine falsche Fährte zu locken, hat er diesen Überfall auf ihre Mutter inszeniert und dabei auch ihren Tod billigend in Kauf genommen. Ja, Herr Zuller, da muss ich mich bei Ihnen entschuldigen. Tut mir leid. Aber wie konnte dieses Schwein das alles so perfekt inszenieren? Pete von Angern hat die Tat minutiös geplant. Er wusste genau, wann Lisa immer regelmäßig nach Hause kommt und hat ihr aufgelauert. Alles sollte so aussehen, als sei sie ein Zufallsopfer. Pete von Angern hat eine Blutprobe von einem Patienten aus dem Methadon-Programm geklaut. Und dann hat er zunächst diesen Angriff auf ihre Mutter inszeniert und ganz nebenbei seine Geliebte umgebracht und am Tatort diese geklaute Blutprobe hinterlassen. Auf diese Art und Weise hat er ganz raffiniert und hinterhältig von sich abgelenkt. Das ist ja Wahnsinn. Das kann man wohl sagen. Ich lasse euch jetzt mal allein. Wir sprechen uns später, okay? Dankeschön. Tschüss. Du Junge. Geht's dir gut? Jetzt geht's schon wieder. Ich bin so froh, dass du jetzt einfach da bist. Ich bin so froh, dass es dir gut geht. Auf meinen Stiefvater ins B und auf Herrn Vorländer, den besten Anwalt der Welt. Schade, dass er nicht dabei sein kann. Ich bin euch so dankbar, dass ihr mir glaubt, wie wichtig mir Hannelore ist. Sie ist die wahre Liebe meines Lebens. Und dank ihr bin ich zu einem anderen Menschen geworden. Wirklich. Heute bin ich so weit, dass ich meine Vergangenheit als Heiratsschwindler zutiefst bereue. Ja, wie wenn nicht? Da kannst du sicher sein, sie ist bei mir in besten Händen. Ja, und Katrin, danke für den Beistand in den letzten Wochen. Wenn irgendwas ist, du kannst dich jederzeit bei mir melden. Danke, mach ich. Lasst uns feiern, lasst uns anstoßen auf Lisa. Ja, okay. Auf Lisa und auf euch, meine neuen Freunde. Auf Lisa. Schön, dass es euch gibt. Prost. Auf die Zukunft. Dass jemand den Tod zweier Menschen in Kauf nimmt, nur um seine gesellschaftliche Stellung zu halten, das ist ohnehin schon kaum nachvollziehbar. Aber wie eiskalt Pete von Angern diese Tat vorbereitet und durchgeführt hat, das sprengt selbst meine Vorstellungskraft. Ich bin froh, dass ich diesen Fall aufklären konnte und dass der Mörder für immer hinter Gittern kommt.